Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Heute werden wir viel für die Schattendiebe arbeiten. Wir haben uns letztes Mal einmal hier bei Renal Blutskalp verpflichtet, Mevas verräterisches Treiben aufzudecken und sich dafür in seine Diebesgilde einzuschleusen. Und zweitens haben wir uns bei Aran Linwald dazu verpflichtet, mit ihm gegen die Vampirgilde zu kämpfen. Das einzige Problem könnte jetzt sein, dass es schon 6 Uhr morgens ist und um 6 Uhr morgens die Vampire nicht mehr vor die Tür dürfen. Mal schauen, ob Mok hier noch rumläuft. Ich bezweifle es aber. Es war ein bisschen sehr knapp mit 4 Uhr nachts gestern. Ja, hier ist nur ein Bettler. Normalerweise, beziehungsweise nachts ist hier unten jemand, mit dem wir die Quest vorantreiben können. So, da ist Fovem. Ich glaube, Fovem handelt. Ich habe schon einige Wunder gesehen, doch das Beste hebe ich für euch auf. Na, das finde ich aber gut. Du hast ja überhaupt nichts Tolles. Das Familienschild von Anomen sollte ich wahrscheinlich wegwerfen. Da werden wir keinen Vorteil mehr von haben. Ja, okay. Na dann, melden wir uns bei Meva als einer seiner neuen Rekruten. Schleimen uns da ganz heftig ein und finden Beweise für seinen Verrat. Um so wenigstens einen der Schattendiebe glücklich zu machen, ja? Schon unterwegs. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Kommt rein, schaut euch nur um, wenn ihr wollt. Ich bin Gorge, dienstbarer Eigentümer dieses bescheidenen Hauses. Ja, ich möchte Meva besuchen. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Ihr habt etwas Schriftliches für mich, ja? Ja, das scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr könnt Meva sehen. Geht durch die Tür dort hinten. Es war nett, euch zu treffen. Ich bin bereit. Hätte ich auch gemacht. Aber zeig mir doch, was du anbietest. Du hast nämlich einen ganz besonderen Gegenstand. Und damit meine ich nicht diesen Streitkolben. Der ist auch besonders und unerwartet. Genauso wie die Schleuder plus 2. Aber wir finden sicherlich noch eine Schleuder plus 2 in unseren Abenteuern. Du hast einen Nymphenumhang, genau. Der einzige Nymphenumhang im Spiel. Also, der gibt plus 2 Charisma und den könnten wir natürlich kaufen für 5800 Goldmünzen. Das würde die Preise nochmal um 10% senken. Da frage ich mich, ob es mir das wert ist. Du verkaufst auch Tränke der Meisterdiebeskunst, was ich super finde. Und noch ein Edelsteinbeutel. Auf lange Sicht wird es sich natürlich rechnen. Man könnte theoretisch mit Freundschaft genau das Gleiche erreichen. Aber da müsste ich ja jedes Mal einen Magierzauber zaubern, bevor ich einkaufe. Sprecht frei heraus. Die Dienerin, da bin ich dann doch zu faul für. Geben wir die 6000 Goldmünzen ruhig aus. Ich wüsste sowieso jetzt nicht, was wir direkt als nächstes kaufen. Vecnas Robe und Valios Helm sind ja nicht mehr da, wo sie früher mal zu kaufen waren. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Und von meinem Flegel bin ich noch ein ganzes Stück entfernt. So, das machen wir auf. Wie ihr wollt. Mit ein bisschen Glück können wir hier gleich zur zweiten Quest übergehen. Dann hallo. Ich hoffe, ihr habt gute Gründe, mich zu stören. Wie ihr seht, bin ich sehr beschäftigt. Oh, der arme Lin hat das Bewusstsein verloren. Ich habe einige Minuten Zeit. Wer seid ihr und warum sollte ich euch nicht umbringen? Ach, ein sehr sympathischer Mann. Ich gehöre zu den Schattendieben, mein guter Freund. Ihr würdet doch nicht jemandem von euresgleichen etwas antun, oder? Fragt mein Cousin. Er vertraute auf Gefühlsduselei. Dachte, es würde ihn vor den Folgen eines Diebstahls aus der Schatztruhe der Gilde bewahren. Vielleicht würdet ihr eine höflichere, freundlichere Bestrafung für meine Verwandtschaft vorschlagen. Oder vielleicht sollte ich euch stattdessen mit der Folterbank bekannt machen, sodass wir eure wahre Herkunft herausfinden können. Vielleicht doch nicht. Ich habe euch Angst gemacht, was? Furcht lässt euch ehrlich bleiben. Ihr wollt doch nicht wie Lin enden und mich dazu zwingen, eure Ehrlichkeit zu überprüfen. Mit Sicherheit ein schwieriges Unterfangen. Lieber soll er als ehrlicher Mann sterben, als sein Leben als Lügner zu fristen und uns alle in Gefahr zu bringen. Solche Gedanken sind mir vertraut, aber ich werde euch nicht an mich heranlassen, da ich weiß, dass ihr genauso kalt seid wie ich. Stattdessen schicke ich euch auf eine einfache Suche, um euren Wert zu ermitteln und unsere Schatztruhe zu füllen.
Ich denke, ich sollte die Aufgabe zumindest so gestalten, dass ihr nicht völlig abgeneigt seid. Wie wäre es mit einem kleinen Diebstahl inmitten der ausgestopften Roben drüben im Talos-Tempel? Ich verlange das Amulett der Wetterherrin. Ja, es sah entzückend an ihr aus und ich habe einen wunderschönen Shelty-Spaniel-Mischling, den es sicherlich auch aufwerten wird. Ihr braucht sie nicht umzubringen, um es zu bekommen. Wahrscheinlich nimmt sie es in der Nacht ab. So schön es auch ist, es würde einen riesengroßen Abdruck hinterlassen, wenn man darauf schliefe. Jetzt bewegt euch. Ich habe euch gesagt, worum es geht, ihr erledigt den Rest. Nehmt es ihr im Schlaf ab, wenn es sein muss, aber wagt nicht, ohne das Diebesgut zurückzukommen. Wenn wir uns in den Tempel des Sturmgottes stehlen, wird das bestimmt nicht die Dankbarkeit der thalassianischen Priesterschaft einbringen. Am besten gehen wir ganz vorsichtig vor. Ja, zum Glück haben wir das ja schon gemacht, Yoshimo. Wir waren ja letztes Mal vorausschauend und du hast das Amulett stibitzt. Jetzt musst du es nur noch abziehen, also ausziehen. Ich bin und dann können bereit, wir es Meva in Rekordzeit überbringen. Ich hoffe, der schöpft jetzt keinen Verdacht. Schon erledigt. Was ist los? Endlich seid ihr zurück. Ich werde meinen Befehl, euch zu töten, zurückziehen. Ihr habt einige Fähigkeiten, die uns nützlich sein könnten. Lasst mich einen Blick auf das Amulett werfen. Es ist mir ein Rätsel, wie sie mit einem Servierteller um den Hals überhaupt laufen können. Ich werde es zu dem anderen Müll legen, der nach Kalimshan geht. Sie bevorzugen dort große Schmuckstücke, habe ich gehört. So, jetzt wollen wir zur wirklichen Arbeit übergehen. Ich habe keine Zeit, mich mit euch herumzuschlagen, aber meine rechte Hand wird euch beschäftigen. Sein Name ist Edwin, verdammt gut im Aussprechen von Verwünschungen und Zaubersprüchen. Aber er liebt den Luxus. Passiert normalerweise Abenteurern, die das Unterwegssein hassen. Er ist im zweiten Stock über uns. Geht schon. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Ich brauche vor allem deine Diebeskunst. Ich entsinne mich. Yoshimo ist bereit. Du guckst jetzt einmal hier nach Fallen, weil hier oben die ganzen Fächer sind mit Fallen versehen, wenn ich mich recht erinnere. Oh ja. Oh ja. So gut. Ich liebe Diebes-XP. So, hier sind immer eine kleine Menge Gold drin. Hier, hier kriege ich meine Diebstränke wieder rein. Ja, perfekt. Gut, dass ich keine gekauft habe im Erdgeschoss. Das hätte ich jetzt bereut. Das ist ein Wahrnehmungstrank. Ja, der verbessert noch ein paar andere Diebesfähigkeiten. Und hier haben wir sogar magische Gegenstände. Ich warte, wenn es von Nutzen ist, ganz meine Meinung. Okay, das war ja jetzt sehr lukrativ. Allein deswegen lohnt es sich schon, diese Quest hier wenigstens anzufangen. Und sich nicht für immer davon auszusperren, indem man sich den Vampiren anschließt. Wie ihr wollt. Dann wollen wir mal Edwin treffen. Seid mir gegrüßt. Ich bin Edwin Odesseron. Da ihr offenbar eher gesehen des einfachen Gemüts seid, dürft ihr mich auch als Sir ansprechen. Damit eure Zunge nicht über die etwas komplexen Silben meines Nachnamens stolpern. Sehr gnädig von dir, aber erkennst du mich nicht. Ich bin's, Braket. Die Vergangenheit zählt nicht. Die Gesellschaft, in der ihr euch zurzeit befindet, verringert euren Nutzen. Doch egal, ich werde diese Transaktion so schnell und unblutig wie möglich über die Bühne bringen. Euer Erinnerungsvermögen arbeitet sehr selektiv, roter Magier. Warum arbeitet ihr jetzt mit den Schattendieben zusammen? Und wie steht ihr mit unserer Gefangennahme durch Irenikos in Verbindung? Khalid ist tot und ich will eine Antwort haben. Ich habe nichts damit zu tun, dass euer wimmernder Ehemann tot ist, Druidin. Und wenn ihr befriedigendere Antworten sucht, müsst ihr euch an viel Höhere als mich wenden. Ich hatte meine Gründe dafür, mich mit den Schattendieben einzulassen. Diese Gründe aber haben nichts mit euch zu tun. Hört mir zu. Es scheint, dass meine Fähigkeiten als Magier die Aufmerksamkeit der verhüllten Magier geweckt hat. Ich bin mir sicher, dass sie neidisch sind, obwohl ihre Handlungen nicht als angemessene Anerkennung gewertet werden können. Sie haben einen Agenten geschickt, der meine Aktivitäten untersuchen soll. So etwas schätze ich überhaupt nicht. Diese Beleidigung muss mit der Ermordung des verhüllten Agenten bestraft werden. Er heißt Reek Gefras. Sein Haus ist ein graues, dreistöckiges Gebäude hinter einem Zaun entlang der westlichen Mauer des Hafenviertels.
Wenn er zu Hause ist, steht seine Tür offen. Wenn ihr Rey Gephras findet, tötet ihn. Befragt ihn vorher, wenn es euch gefällt. Jeder Hinweis auf die verhüllten Magier kann nützlich sein. Ein wenig Folter könnte ihn gesprächiger machen. Ja, verhüllte Magier, Edwin, gerne. Dann lungert nicht länger herum und macht euch an die Arbeit. Diese Faulpelze zu motivieren ist so schwer wie Zähne zu ziehen. Wir werden da einfach hingehen und jemanden töten? Nur weil er uns gesagt hat, dass wir es tun sollen? Das ist einfach nicht richtig, Brakett. Wir werden das doch nicht wirklich tun, oder? Eri, verhüllter Magier, Kind des Mordes, das passt schon. Geh einfach mit dem Flow und sei froh, dass Anomen tot ist. Macht ihr euch eigentlich keine Sorgen darüber, dass ihr mit einer solchen Tat den Zorn der verhüllten Magier auf euch lenkt? Hoffen wir, dass man den Schattendieben die Schuld gibt und nicht uns, was? Ach, Yoshimo, du bist so vorsichtig, das macht dich sympathisch, aber ich glaube, wir werden noch mit den verhüllten Magiern abrechnen, wenn ich meinen Willen bekomme. Ich kann nicht ewig vor ihnen davonlaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier alles aufzumachen, merke ich gerade. Okay, damit habe ich alles leer geräubert, was ich aufbekommen habe. Dann gehen wir mal den guten Magier töten. 7 Uhr, da wird doch sicherlich offen sein bei ihm. Er wohnt hier hinter Ikat. Oh, mit Ikat können wir, glaube ich, auch nochmal reden. Seitdem ich die Talisstiefel gefunden habe zum Kaufen, bin ich total neugierig darauf, wer noch tolle Sachen hat. Und ja, du hast was Tolles. Du hast einen Schriftrollenbehälter, mit dem ich nicht gerechnet habe. Sehr, sehr gut. Dafür kannst du auch die Sachen bekommen, die ich von den Dieben habe. Und wir können endlich Schriftrollen wegräumen. Sprecht frei heraus. So viel besser gerade alles geworden. So, und hier, die Tür, die offen steht, das ist die, wir rein müssen. Da werde ich mich erstmal vorher vor Feuer schützen, denn ich weiß noch, dass der Mann unten Mephite hat, die viel Feuerschaden machen. Jetzt haben wir 100% Feuerwiderstand. Und ich werde da noch die Rüstung des Glaubens gleich hinterher zaubern. Die Dienerin, der schon erledigt. Und zwar jetzt. Da gehen wir da voll gebufft rein und ich sollte über 100% Feuerwiderstand haben, was dann hoffentlich dazu führt, dass ich ein paar Lebenspunkte zurückgewinne und keine verliere. Ja, 115 Feuerwiderstand haben wir jetzt. Schließlich sind wir seit letztem Mal Kleriker der Stufe 10 und damit ist die Rüstung des Glaubens direkt besser geworden. Ich warte, ich kümmere mich drum. Das nächste Mal wird es dann besser auf Stufe 15 Magier. Sind auch Eismephiten dabei. Mit euch habe ich nicht gerechnet, dann machen wir euch doch zuerst. Beziehungsweise, ich könnte auch eine Falle auslösen, die Feuerschaden macht, glaube ich. Und dann vielleicht so Lebenspunkte zurückgewinnen. Gucken wir mal. Ich sehe nicht, dass ich groß Lebenspunkte zurückbekomme gerade hier. Nicht betroffen vom Flammenfächer. Was macht Nalia da draußen? Ach komm, nee. Ich warte auf euren Befehl. Aber gerne. Kommen jetzt nicht die verhüllten Magier? Anscheinend nicht. Das ist aber schlecht. Ich muss, glaube ich, mal die KI so weit anpassen, dass meine Gruppenmitglieder nicht mehr von alleine zaubern. Weil wenn die verhüllten Magier das nächste Mal kommen, dann wollten sie mich ja eigentlich richten. Nicht, dass ich mir hier jetzt ein Problem ans Bein gebunden habe, das ich nicht lösen kann. Du hast alle umgebracht? Ja. Okay, dann sieht es wahrscheinlich ganz gut aus. Gehen wir nochmal da rein. Weil es könnte sein, wenn erfüllte Magier mich wirklich angreifen, dass ich da einfach nichts entgegenzusetzen habe. Das ist eine sehr wahrscheinliche Ausgang. Okay. Brakett ist noch gebufft, dann geh mal da hoch. Da oben sind jetzt ein paar Golems, genau. Die solltest du aber einfach erschlagen können. Die Rüstungsklasse ist in Ordnung, ja. Ich habe auf jeden Fall meine maximale Rüstungsklasse gerade gegen Wucht. Der hat mich aber bei einer 18 schon getroffen, das finde ich schlecht. Gute Idee, das mir zu übertragen. Da brauchen wir dann doch alle, würde ich sagen. Ja. Wurde aber auch greif Zeit. An! So ist gut. Sprecht, wenn es von Nutzen ist. Und Angriff. Ich habe getroffen, aber nichts
Ich brauche dringend einen Heilzauber. Ich habe getroffen, aber nichts ist passiert. Ganz meine Meinung. Okay. Nun gut, wenn ihr denkt, dass das wirklich die Noch den einen hier, ja. Den da und Bracket kann sich auch noch selbst heilen. Den Rest habe ich am Ende der letzten Folge verzaubert, um wieder halbwegs auf ein Level zu kommen. Lasst mich bitte helfen. So, Yoshimo. Dann guck doch hier nochmal. Hier war ja schon eine Falle dran. Ich bin zu allem bereit. Da kannst du mal looten gehen und hier auf dem Tisch. Ist noch verschlossen. Was braucht ihr? Yoshimo ist bereit. Selten, dass ein Bücherregal verschlossen ist. Da haben wir Schutz vor magischer Energie. Ein Stufe 6 Zauber. Ein sehr, sehr guter Stufe 6 Zauber. Und jetzt hier oben. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Gibt's, glaube ich, auch noch eine Falle hier. Oder hier. Oder hier. Irgendwo war hier, glaube ich, was. Okay, da scheine ich mich zu täuschen. Hier gibt's nur ein bisschen Geld in einem Kopfkissen. Dann muss das oben sein. Ja. Was haben wir denn jetzt oben, um den guten Mann außer Gefecht zu setzen? Wir haben Insektenplage. Ich bin bereit. Ich denke mal, kann ich da ruhig zünden. Das könnte uns den Kampf gewinnen. Ansonsten habe ich Skelette, die ich beschwören kann natürlich, ja. Die kann er wahrscheinlich aber auch entsorgen, wenn er will. Ich habe meine Pestilenzwolke, die finde ich ganz sexy. Ich helfe, wo immer ich kann. Ja, wir gehen einfach mal hoch und gucken, was passiert. Aber gerne. Sagt, was ihr von mir wollt. Ich bin hier, um deinem Leben ein Ende zu bereiten. Okay, eine derartige Frechheit lässt er sich nicht bieten. Okay, was hat er getan? Spiegelbild, Phantomtor. Kugel der Unverwundbarkeit und geringere Zauber zurückwerfen. Wo soll ich euch meine Fähigkeiten und mein Geschick vorführen? Ich habe jetzt nichts von der Steinhaut gelesen. Wir werden versuchen, mit Yoshimo ihn aufzudecken. Was kann ich tun? Hier, du wirst das gleiche tun, mit Unsichtbarkeit aufheben. Ja, wirst du? Wirst du? Sprecht frei. Yahira. Könnte statische Ladung auf sich zaubern? Oh, da war Schutzmantel. Schutzmantel ist böse. Jetzt ist er natürlich immun gegen was auch immer ich tun will. Aber gucken wir mal. Das ist jetzt Unsichtbarkeit aufdecken. Das hat funktioniert. Da ist er. Jetzt kommt hier die statische Ladung. Davon hat er Damage genommen. Ja, das geht nämlich. Das ist ein Stufe 4 Zauber. Das geht da durch. So. Das hat mich jetzt überrascht, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist ein Stufe 4 Zauber. Es geht also durch seine Kugel der Unverwundbarkeit durch. Und von Zauber zurückwerfen wurde es jetzt auch nicht betroffen. Ich warte auf euren Befehl. Einziges Problem wird jetzt sein, dass wir ihn wahrscheinlich nicht fertig machen können. Na komm. Ich kümmere mich drum. Greif an. Was tut der Mann? Warum läuft er vor mir weg? Nee, das ist Stufe 3 Zauber, glaube ich, die Pestilenzwolke. Nee, ist nicht. Die ist Stufe 4. Hey, wie wär's mit der Pestilenzwolke für dich? Ich glaube, er hat Panik. Man hat gerade versucht, mich zu verwandeln. Jetzt steht er in meiner Pestilenzwolke und muss eigentlich einen Rettungswurf schaffen, den er wahrscheinlich nicht schafft. Wie wär's mit einem Skelett? Der kriegt 3 Schaden und ist geblendet. Pestilenzwolke for the win. Ja? Geblendete Gegner können nichts mehr tun. Komm, greif ihn an. Skelett. Töte ihn. Er macht was. Was soll ich tun? Ein Todeszauber. Aber das Kriegerskelett hat Magiewiderstand. Ist aber trotzdem weg, ja. So ist auch richtig. Jetzt ist die Wolke weg. Die hat aber nicht lange gehalten. Hat er die mit dem Todeszauber entfernt, oder was? Du frisst jetzt einfach noch eine Wolke. Okay. Und dann mache ich noch ein Skelett. Heldenhafte Taktik, ich weiß. Da hat er nochmal 3 Schaden genommen und wurde geblendet. So, Skelett. Du gehst jetzt auf den Mann.
und absorbierst den Zauber, während ich ihn umhaue. Okay. Er ist schon mal verlangsamt. Ich nehme Abstand. Das könnte nämlich alles mögliche böse sein. Regenbogenstrahlen. Wie wär's denn, wenn du dich in die Ecke stellst? Genau. Und ich hau von hinten drauf. Na komm. Zwei kritische Fehlschläge. Hintereinander weg. Das geht doch nicht. Okay. Okay, okay, okay. Das war jetzt vielleicht nicht das Heldenhafteste, was ich je gemacht habe. Aber es hat funktioniert. So, du sollst Fallen entschärfen. Vor allem hier eine Falle. Ich warte, wenn es denn sein da ist doch bestimmt eine. Ja. Was braucht ihr? Nichts Gefährliches. Da lief dann doch die zweite Mission von Edwin viel besser, als ich gedacht hätte. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Das ist ein großartiger Zauber auch. Okay, dann können wir ja wieder gehen. Unterwegs. Wir haben den verhüllten Magier umgebracht. Wenn es von Nutzen ist. Die Pestilenzwolke und die statische Ladung haben es am Ende dann getan. Gut, dass das Stufe 4 Zauber sind. Oh, entschuldigt, Fräulein, aber ihr seid doch diese Eri, oder? Das junge Elfenmädchen, das Onkel Quails Lehrling im Zirkus war. Oh ja, warum? Ist Onkel Quail irgendwas geschehen? Worum geht es? Nein, nein, es ist ihm nichts zugestoßen. Ganz im Gegenteil, er hat mir persönlich eure Beschreibung gegeben und mich gebeten, euch zu finden. Er hat gemeint, dass ihr und eure neuen Gefährten vielleicht in der Lage wären, ihm bei irgendwas zu helfen, und er bittet euch, möglichst rasch zum Zirkus zurückzukommen, Fräulein. Onkel Quail bedarf meiner Hilfe? Dann sollten wir zum Zirkus zurückkehren. Oh, Bracket, bitte. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass er meine Hilfe benötigt und ich ihm nicht zu Hilfe eilen kann. Bitte. Nun, ich habe meine Aufgabe erfüllt, Fräulein. Ich sollte jetzt wirklich zusehen, dass ich weiterkomme. Einen schönen Tag noch. Ja, schieb ab, mein guter Mann. Ich, hab keine Lust, dahin zurückzukehren. Wobei das gut wäre, um ein bisschen Geld auszugeben. Ein paar Zaubersprüche zu kaufen und dann auch welche zu lernen. Ja, eine Rückkehr nach Vaukens Promenade könnte ganz gut sein. Ich bin wie aber nicht jetzt, Eri. Wurde aber auch Quail will uns dann Richtung, das ist Richtung Brückenviertel schicken. Wir sollen den Baden retten. Ah, meine Schergen kehren zurück. Und das nicht zu früh. Und? Habt ihr euch des Narren mit der Kapuze entledigt? Ja, aber sowas von. Gut gemacht. Eine Unannehmlichkeit, die erledigt werden musste. Ich habe jetzt einen anderen Auftrag für euch. Einen ohne jegliches Blutvergießen. Na, das wollen wir aber sehen, Edwin. Ich finde schon eine Möglichkeit, Blut zu vergießen. Bei diesem Auftrag geht es um die Wiederbeschaffung einiger äußerst wichtiger Dokumente. Ihr müsst dabei so diskret wie möglich vorgehen. Als ob diese klumpfüßigen Narren dazu in der Lage wären. Die Dokumente sind bei einem Händler namens Markus. Meistens trifft man ihn im Seeschatz. Besorgt die Dokumente, egal wie. Ihr solltet es mit Hinterlist versuchen. Aber derart subtile Methoden gehen über den Horizont dieser Affen. Da bin ich mir sicher. Okay, Edwin ist immer eine Freude. Ich treffe ihn sehr, sehr gerne. Aber gerne. Wir müssen jetzt mit Yahira aufpassen. Der Seeschatz ist diese Kneipe hier. Und das ist auch der, wo ein Teil von Yahiras zweiter Quest drin wartet. Yahira kriegt zwei Quests. Ja, die hat hier einmal die Quest mit den Hafnern und einmal hier mit Baron Pleuer. Und dem will ich noch nicht begegnen. Deswegen gehen wir, glaube ich, oben rein. Ich glaube, der Typ hält sich oben auf. Schon unterwegs. Und das stimmt anscheinend gar nicht. Ha, nee, der Typ hält sich unten auf. Gut, dann lasse ich Yahira trotzdem hier stehen. Ne? Ich kann ja alleine da unten reingehen. Hallo, Baron Pleuer. Ich mach keinen Ärger, nein, nein. Hey, Kollege! Du hast da was am Hals. Uiuiui. Hab ich ihm doch glatt das Genick gebrochen. Armer Mann. Und hab ich Blut vergossen? Nö, ich glaub nicht. Gut, so einfach kann das sein. Ich glaube, man kann dem Typen auch Geld geben für die Dokumente oder Charisma benutzen. Wenn man aber die entsprechenden körperlichen Attribute hat, ich glaube Stärke und Geschicklichkeit relativ hoch, dann kann man ihm auch ganz unbemerkt den Hals umdrehen.
Wahrscheinlich ist mein kleiner Zwerg hochgehüpft und hat das dann im Flug gemacht. Ganz meine Meinung. Und? Habt ihr die Dokumente, nach denen ich fragte? Diese Angelegenheit ist wichtiger als eure alltägliche, nichtssagende Korrespondenz. Hervorragende Arbeit. Ihr seid ganz offensichtlich über das Vermächtnis eurer niederen Geburt hinausgewachsen und seid nun an die Spitze des Idiotentums vorgeprescht. Ach, egal. Nun, ich habe mich mit Mewa beraten und wir haben beschlossen, euch einen letzten Auftrag als letzte Prüfung eurer Loyalität zu geben. Geht zu ihm und lasst euch eure letzte Aufgabe geben. Uiuiui, letzte Aufgabe klingt dramatisch. Wie ihr wollt. Ganz dramatisch. Aber es geht schön schnell, ja? Und ich habe auch immer noch meinen Blitzdings auf Yahira, das ist super. Da bin ich ja total der Fan von. Was mir fehlt, die Dienerin der Natur ist bereit. Ist, glaube ich, Unsichtbares entdeckt. Und das Wissen, ob ich hier drin zaubern darf oder nicht, ne? Schon unterwegs. Aber gut. Sprechen wir erstmal mit Mewa über den letzten Auftrag. Lin liegt immer noch hier. Edwin hat mir erzählt, ihr wäret ein fähiger Mann. Ziemlich gut im Diebesgeschäft, aber etwas tollpatschig, wenn ihr kämpft. Genau, was ich suche. Ich habe eine besondere Aufgabe für euch. Erledigt das für mich und ihr seid in der Gilde etabliert, was auch immer ihr braucht. Aber glaubt nicht, dass es leicht wird. Es gibt einen Verräter unter uns. Ja, jemand, der unser Vertrauen, das wir ihm entgegengebracht haben, missbraucht hat. Er muss eine bleibende Strafe erfahren. Er heißt Embal und ihr müsst ihn umbringen. Er ist im Seeschatz nordwestlich des Gildenhauses anzutreffen. Bringt mir seinen Dolch als Zeichen dafür, dass ihr euren Auftrag erledigt habt. Gut. Zeigt ihm, was es heißt, ein Schattendieb zu sein. Und ich habe hier eine Belohnung für euch, wenn er zurückkommt. Los jetzt! Es ist gut, dass dies die letzte dieser Aufgaben ist, die wir erfüllen müssen. Eine Kopfgeldjagd behagt mir wahrlich nicht. Lasst uns also diesen Dieb finden und die Tat möglichst rasch vollbringen. Wir werden jemanden jagen? Gibt es keine Möglichkeit, wie wir diesen Dolch bekommen können, ohne ihn zu verletzen? Ich fühle mich so schmutzig, wenn ich auf diese Art und Weise für Diebe arbeiten muss. Ja. Ja, normalerweise lasse ich den auch immer am Leben, Eri, aber jetzt, heute, für dieses eine Mal, nur wegen dir, ja? Werden wir ihn umbringen. Hätte ich auch gemacht. Embal hat beobachtet, wie Mewa ein Attentat auf Renal Blutskalp plant. Und deswegen will Mewa Embal umbringen. Also es passt alles zusammen eigentlich. Wenn es von Nutzen ist. Ich glaube, es hat aber keine Auswirkung, ob man das erfährt oder nicht. Wir werden Embal jetzt mal töten. Ich habe das, wenn ich drüber nachdenke, noch nie gemacht. Oder ganz meine Meinung. Vielleicht noch nie, aber... Ich kann mich zumindest nicht erinnern, es gemacht zu haben. Ich muss abhauen. Es ist Zeit zu sterben, Embal. Ich bin immer noch ein Schattendieb. So leicht bekommt er mich nicht. Oh nein, das stimmt. Wahrscheinlich kann er ja uns Paketstränke nehmen mit der neuen KI. Okay, warte mal. Ihr braucht mal. Er wollte auf jeden Fall Yoshimo angreifen, bevor er die Moral verloren hat hier. Bevor Yahira ihn geblitzdingst hat. Wie ihr wollt. Komm, Yahira, blitzdingst ihn nochmal. Der läuft doch hier irgendwo feindselig in der Ecke rum. Und wenn wir ihn finden, dann werden wir ihn töten. Ja, ich glaube, Diebe kann man nicht durch Illusionen entdecken. Diebe verstecken sich anders als andere Wesen, als magische Wesen. So, ist Embal jetzt noch hier? Oder habe ich es versaubeutelt? Ich meine, er könnte in ein anderes Gebiet gegangen sein. Er könnte nach unten gegangen sein, theoretisch. Sagt mir, ich hoffe, das bringt was. Schauen wir doch mal, ob er da irgendwo in der Ecke ist hier. Ich kümmere mich. Aber woher wüsste ich das? Woran erkenne ich das? Ach, Embal. Warum musst du es nur so... Ach, jetzt ist er tot. Yahiras Ding hat nochmal geprockt. So ist gut. Das prockt ja, glaube ich, alle 10 Runden. Und dann mussten wir nur abwarten. Wo soll ich euch meine Fähigkeiten und mein Geschick vorführen? Sehr, sehr gut. Sprecht frei heraus. So können wir das immer machen. Also Druidenzauber finde ich super. Die neuen in SCS zugefügten Druidenzauber. Die sind
erste Sahne. Das hat ja jetzt gegen den Magier geholfen, das hat gegen den unsichtbaren Dieb geholfen. Bombe. Schon unterwegs. Einfach nur Bombe. So, jetzt haben wir hier in Rekordzeit die Mewa-Quests alle erledigt. Und ihr geht echt den langen Weg. Wenn es denn sein muss. Der Verräter ist tot, hoffe ich. Ja, ihr habt seinen Dolch. Allem Anschein nach seid ihr nicht so nutzlos, wie ich befürchtet habe. Tja, ich habe den Mann getötet, wie ihr befohlen habt. Und erwarte jetzt voller Spannung meine Belohnung. Ja. Um ehrlich zu sein, ich höre euch gar nicht zu. Embal war ein Dorn, der entfernt werden musste. Und jetzt kann ich mich anderen Dingen zuwenden. Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Ihr wart ein nützliches Werkzeug. Und das könntet ihr noch einmal sein. Bildet euch nicht ein, dass ihr mehr wäret als das. Ich könnte tausende von Dieben anheuern, die meinem Geheiß genauso folgen würden, wie ihr es tut. Geht jetzt, Gehilfe, und überlasst das Denken den Denkern. Redet mit Edwin, vielleicht hat er etwas für euch zu tun. Ja, das ist ja, alles. Ja, hin und her zwischen den beiden Männern. Lynn ist jetzt auch weg, oder? Ja, ich glaube, Lynn hat es geschafft. Ganz meine Meinung. Ach ja, und Yahira ist mein Anführer. Weiß nicht, wie mir das gefällt. Wie ihr wollt. Geh mal zu Edwin. Der wird sich jetzt, glaube ich, meiner Gruppe anschließen. Ja, das machen wir auch. Ich werde doch nie Edwin ablehnen. Schon erledigt. Nun, ihr habt die ungewöhnlich niedrigen Ansprüche, die ich an euch gestellt habe, übertroffen. Es ist euch gelungen, euch das Vertrauen Mewas zu sichern. Und ihr habt mir erneut eure Kompetenz bewiesen. Wenn auch mit Mühe. Und ich habe dir mit Mühe verziehen, dass du mich nach Siege of Dragonspear im Stich gelassen hast. Also mit viel Mühe. Und wenn ich sage verziehen, dann meine ich fast verziehen. Nun, da ich von eurer Loyalität gegenüber unserer Sache überzeugt bin, scheint es der richtige Zeitpunkt zu sein, auf falsche Vorspiegelungen zu verzichten. Eure gespielte Naivität und ungehobelten Manieren sind schwer zu durchschauen. Aber ein roter Magier sieht mehr als nur die äußere Erscheinung. Ihr habt ein Geheimnis. Ich weiß, warum ihr hier seid und Mewas Stiefel küsst. Und es hat nichts mit Lohn und Brot oder anderen Gildenangelegenheiten zu tun. Edwin? Muss ich dich eventuell umbringen? Aber gut, ich bin hier, um ihn auszuspionieren. Kannst du mir dabei helfen? Wie es der Zufall will, weiß ich, wo wir die belastenden Beweise finden, aus denen der Betrug von Mewa an Rena Blutskype hervorgeht. Deshalb seid ihr hier, nicht wahr? Ja, das dachte ich mir. Mewa hat die Nachtmesser umworben, um seine eigene Position zu stärken und Renal zu betrügen. Meisterhaft geplant, doch ich habe es durchschaut. Die Messer sind eine unbarmherzige Gilde von Räubern, Freibeutern und Wegelagerern, deren Hauptquartier sich in diesem elenden Drecksloch Westtor befindet. Offensichtlich wollen sie sich ausdehnen. Mewa ist sich völlig der schlimmen Folgen bewusst, sollten die Schattendiebe von seinem Plan erfahren. Es wäre katastrophal für seine Ambitionen und auch seiner Gesundheit nicht gerade zuträglich. Ihr findet den Beweis, den ihr sucht, in Mewas Quartier. Praktischerweise habe ich einen Schlüssel, der seine Kassette öffnet. Ich habe vor, bei dieser Sache auf der Gewinnerseite zu stehen. Ihr wandelt auf gefährlichen Pfaden, Zauberer. Nach all eurem Gerede seid ihr um nichts besser als ein opportunistischer Überläufer. Nicht, dass ich glaube, dass wir uns beschweren sollten oder so. Braucht ihr meine unvergleichlichen Fähigkeiten und mein Geschick, um in Mewas Räume einzubrechen? Wie ihr sehr wohl wisst, verfüge ich über hervorragende magische Talente. Wir werden da aber nicht einbrechen, Mewa ist ein netter Kerl. Natürlich brauche ich deine Hilfe. Eine weise Entscheidung, Flegel. Wir sollten sofort zu Mewas Zimmer gehen. Es befindet sich ein Stockwerk tiefer. Ich habe den Schlüssel zu seiner Kassette. Ja, perfekt. Und da ist Edwin. Oh, was ist los? Ah, Edwin zaubert. Edwin, hör auf zu zaubern. Wenn jetzt die füllten Magier kommen. Naja. Wir machen es mal aus. Wir machen es mal alles aus. Aus. Es scheint ja niemand gekommen zu sein. Entweder weil ich hier drin zaubern darf, oder weil irgendetwas mit diesen Skripts besonders ist, dass die füllten Magier nicht auslösen. Oh, du hast so viele Zauber, Edwin. Und was darf es jetzt sein?
Das ist so toll. Ich zauber einfach mal irgendwas hier hin, dann müssen wir das mit dem füllten Magier empfehlen. Okay, anscheinend kann ich jetzt zaubern, wie ich will. Das werde ich sicherlich benutzen, wenn es darum geht, Mewa umzubringen. So, du hast 750.000 XP. Okay. Ich glaube, die nächste Stufe ist dann bei 1,25 Millionen. Charakter, also Gruppenmitglieder, wenn sie aufgenommen werden, werden immer an den Hauptcharakter angeglichen. Und da gibt es, glaube ich, die Stufe 750.000 und die Stufe 1,25 Millionen. So, du lernst jetzt Wurfpfeil. Keine Ahnung, ja, machst du. Und dann schauen wir mal. Stufe 12, das ist natürlich super. Du hast gleich 4 Stufe 12 Zauber. Und Nalia läuft mit einem darum. 4 gegen einen. Oh, ich weiß schon, warum ich Probleme habe, dich wieder aus meiner Gruppe zu lassen. Warum ich dich immer dabei haben will. Es ist nicht deine Persönlichkeit, Edwin. Mal schauen, du kannst Todeszauber super nützlich. Also super duper nützlich. Erdkolosse, Trolle. Wir könnten mit Edwin Trolle töten gehen. Das wäre gar kein Problem. Einfach 4-mal Todeszauber lernen und dann schauen wir mal, welche Trolle ihr Level erhöht bekommen haben und welche nicht. Weil normalerweise fallen die dann alle. Bis auf, glaube ich, die starken Geistertrolle. Ich glaube, die sind vielleicht ein Level zu hoch. So, Water macht Stille. 7 Runden lang. Und es erlaubt keinen Rettungswurf. Okay. Dafür kann natürlich jeder Zauberer, ja, wir lernen es einmal, kann sich da ganz gut davor schützen, indem er, wortloses Zaubern benutzt. Das kann man auch noch benutzen, wenn man schon zum Schweigen gebracht wurde. So, hier, will ich mal ein Feuerelementar beschwören oder sowas? Ich meine, das ist ja, wurde auch angepasst. Man muss, glaube ich, nicht mehr um die Kontrolle kämpfen mit dem Elementar. Das haben wir gesehen im Irenikus Dungeon, wo ich den Luftelementar beschworen habe von der Schriftrolle. Da musste ich nicht 3 Runden lang um die Kontrolle kämpfen. Das kann man jetzt auch im Kampf benutzen und wunderbar sofort einsetzbare Kreaturen gewinnen. Von daher lernen wir das. Oh, da hast du auch so viel Luft noch. Du bist so toll, Edwin. Hast aber noch keine Bresche gelernt, okay? Kannst doch keine Steinhaut. Meine Güte, was tust du denn? Was tust du? Wer hat dich ausgebildet? Keine Verlangsamung. Hast du alles vergessen, was ich dir in Baldur's Gate 2 1 beigebracht habe? Nicht alles. Netz hat er noch. Wurde aber auch Zeit. Hätte okay. Ich auch gemacht. Wir werden sowieso erstmal nicht rasten. Ich weiß, ganz was Neues für mich. Aber jetzt hat Edwin schon mal ein aktualisierteres Zauberbuch. So, hier ist eine Geschichte der Drow. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert das da. Oh ja. Da sind die Beweise, die wir so dringend gebraucht haben. Und da sind Stiefel, die im Schatten verstecken, besser machen. Kannst du die vielleicht identifizieren? Ja, Edwin hat Sagenkunde. Warum hast du so viel Sagenkunde? 46. Und du hast 43. Also es ist nicht viel mehr. Aber du bist jetzt der Mann mit der meisten Sagenkunde. Okay. Das kannst du mal anziehen, Yoshimo. Du bist eigentlich ein ganz guter Schleicher jetzt. Ja, 80 und 65. Okay. Also du kannst... Ihr habt die richtigen Dokumente also gefunden. Nun müsst ihr nur noch eine Unterredung im privaten Rahmen mit Renal Blutskype arrangieren. Ja, ich glaube, dann werden die Dinge rollen. Okay, na, dann werden wir die Dinge mal ins Rollen bringen. Oh, ich habe Angst um Edwin. Edwin hat keine Steinhaut. Edwin wird von den Dieben zerlegt werden. Ich bin beschäftigt. Edwin hat einmal Spiegelbild. Die Diener, wie ihr wollt. Ob das reicht? Ich bezweifle es ja. Wir werden da in ein ganz schön feindseliges Gebiet kommen, wenn wir die Diebe umbringen. Geh mal hier rein. Das ist ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht, ob das gut ist, Edwin. Ich meine, du hast schön viele Lebenspunkte. Das muss man schon sagen. Für einen Magier bist du... Du bist einfach der perfekte Magier. Ja, bevor ihr du hast das 16, Gebiet verlassen könnt. 16 Konstitution... Und hast 18 Intelligenz. Der Rest spielt keine große Rolle bei Magiern.
Man könnte, wenn man die Klaue von Katzgerott hat, könnte man noch ein bisschen mehr Konstitution vertragen. Ich warte auf weil man da ja welche alles hergeben muss. Aber das Spiel im Baldur's Gate 2 nicht die größte Rolle, außer man beschäftigt sich wirklich viel mit dem Spiel und importiert sie aus Baldur's Gate 1. Und naja, das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich bin noch hier. Ja, ich auch, ich bin wieder hier. Ich habe die Beute von einem kleinen Unterfangen gezählt, das wir erst vor kurzem zu Ende gebracht haben und dabei an euch gedacht. Ich habe dabei lächeln müssen. So war mir Mars Kälfe. Ihr werdet doch mit euren Worten dieses Lächeln nicht zum Verschwinden bringen? Habt ihr mir vielleicht Neuigkeiten gebracht? Habt ihr mir Beweise für Mevas finstere Machenschaften gebracht? Erzählt. Ist dem so? Das kommt recht unerwartet. Glücklicherweise reicht das völlig aus, um Mevas Schicksal zu besiegeln. Ich danke euch für diese Beweise. Nur der letzte Teil unseres Handels muss noch ausgeführt werden. Geht und beseitigt mit meiner Billigung Meva. Tut das und ihr habt euren Auftrag endgültig erfüllt. Das nenne ich Mordsgeist. Ja? Ich bin doch immer für einen Mord zu haben. Ah, und jetzt haben wir noch ein Level gemacht. Kämpferstufe 10. Das gibt einen Trefferpunkt. Und eine ETW-0. Okay. ETW 0 ist sehr, sehr sinnvoll. Ein Trefferpunkt ist natürlich ein bisschen arm. Ich bin bereit. Aber so ist das, wenn man erstmal Stufe 10 plus ist. Naja, da kriegt man nicht mehr so viel. Aber gerne. Wobei ich mir langfristig eine Strategie überlegen muss, wie ich meine Trefferpunkte fülle. Also ich habe so viele Charaktere mit so kleinen Heilzaubern, was ja einmal auch ganz gut hilft. Also einmal kriege ich uns voll geheilt, aber wenn wir irgendwann 1,25 Millionen Erfahrungspunkte erreicht haben, dann wird es sich sehr anbieten, nochmal einen reinen Kleriker in die Gruppe einzuladen. Da gibt es ja jetzt leider nur noch einen von. Und zwar Vikonia. So, ich werde uns jetzt hier einmal vor Bösem schützen, solange wir noch können. Und dann hart überlegen, was wir noch an Schutzzaubern haben. An Klerikerschutz zaubern. Ich warte auf euren Befehl. Okay. Du kannst hier noch das Chaos-Schild zaubern. Das werden wir vielleicht gleich nochmal lesen, wenn wir dann drin sind. Ja. Braket sollte ich auf jeden Fall buffen. Und dann gehen wir da mal rein. Auch gemacht. Hallo, Gorge. Ich bin bereit. Gorge ist feindselig, ja. Und Edwin hat natürlich noch gar keine Waffe. Edwin. Edwin. Du brauchst nicht mit deinem Dolch auf Leute loszugehen. Nein. Du bist was Besseres. So, Gorge ist tot. Ihr geht mal alle in die Ecke hier. Ich habe nämlich Bedenken, dass hier einige Diebe gleich kommen werden und uns aufs Maul hauen wollen. Deck mal Unsichtbares auf, Jahira. Da haben wir doch schon einen enttarnt. Zintris. Edwin scheint auf Fernkampfwaffen verzichten zu wollen. Dann stellen wir das einmal um. Ja. Ah, da ist er tot. So ist recht. Jetzt den Schattendieb und du läufst den Weg hier entlang. Okay, solange die Fernkampf machen wollen. Edwin! Okay. So geht's anscheinend nicht. Das kann man gleich lassen. Ich werde Edwin nicht wiederbeleben, nee. Wir laden das. So, du kriegst jetzt einmal das Skript Fernkampfwaffen bevorzugen und dann werde ich dich mit Spiegelbild schützen. Ich warte auf euren Befehl. Ich denke, ich bin soweit. Ihr könnt Gorge angreifen, ja. Ja, soweit, so gut. Dann machst du mal die Tür hier zu. Sag mir, was du, ich hoffe, das und Braket wird die Leute locken, ne? Machen wir es kurz und Braket sollte ja einiges aushalten hier. Und die sogar niedermetzeln können. Völlig ohne Probleme. Kommt. Ich bin bereit. Zintris attackiert Yoshimo. Okay. Okay. Der Dieb ist hier.
Hätte ich auch gemacht. Ja, Hira, blitze ihn. Ja? Sprecht frei heraus. Hä? Ja, Hira. Okay. Den hinterhältigen Angriff haben wir leider lassen müssen. Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Aber ich habe ja mittlerweile genug Tränke. Ich entsinne mich. Wir sollten eigentlich durchkommen. Sag ich mal ganz vorsichtig. Komm, greif den da an. Ja, sieht doch gut aus. Ab ins nächste Gebiet. Lin ist jetzt endlich tot. Okay, also er hat es eben noch nicht geschafft gehabt. Und hier ist jetzt kein Dieb mehr. Nee, hier ist kein Dieb. Wir können uns ganz in Ruhe darauf vorbereiten, den Typen da hinten umzubringen. Und ich glaube, hier im Keller darf ich auf jeden Fall zaubern. Das heißt, was heißt denn das? Du hast Phantomtor. Also Edwin hat jetzt einen Feuerball. Wir könnten mit Edwin einen Feuerball benutzen. Nalia hat natürlich Verlangsamung und Todeswolke und Chaos und Netz haben wir ja auch. Ja, ich glaube, ich weiß, was die Strategie sein wird. Bracket, du musst auf jeden Fall handlungsfähig bleiben. Und dann werden wir das mit Handlungsfreiheit und zwei Netzen einfach probieren. Ich kümmere mich drum. Ja, das kommt mir wie eine sehr sinnvolle Idee vor. Wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ein Netz. Werde ich gebraucht? Zweites Netz. Kommt schon, belästigt jemand andere. Drittes Netz. Machen wir das jetzt alle nacheinander, oder was? Okay. Schneller als Chick-Ticker. Das war doch cool jetzt. Dann, göttliche Macht. Bracket, guck mal, ob die Leute alle eingefroren sind. Sie sind es, ja. Okay, Priester des Zurück. Mit dir fangen wir doch glatt an. Der ist schon mal feindselig, hat auch noch irgendeine Knochenrüstung-Geschichte gezaubert. Soll ihm aber nicht helfen. Nee. Meva, was hast du getan? Spiegelbild, okay. Du bist kein besonders guter Magier, wenn Spiegelbild das Einzige ist. Aber es schützt ihn auf jeden Fall vor mir. Und jetzt ist er unsichtbar geworden, ne? Jetzt geht's los, ja. Meva ist doch ein besserer Magier, als ich gedacht habe. Was haben wir hier? Verbesserter Hast, Phantomtor, Kugel der Unverwundbarkeit, kleinere Zauberabwehr, Schild und Steinhaut. Der ist jetzt handlungsfähig. Schade. Der ist handlungsfähig und der bleibt auch handlungsfähig. Lass mich bitte helfen. Wie wär's mit... Wo ist es? Mit Chaos. Wir zaubern einmal Chaos da hinten rein. Das geht ja durch seine Kugel der Unverwundbarkeit durch. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu belästigen? Yoshimo geht hier an den Rand und sucht nach Illusionen. Vielleicht finde ich ihn da. Braucht ihr etwas? Eri hat noch unsichtbares Entdecken, aber auf der Magierseite. Das werde ich auch zaubern. Ich will keinen Backstep von ihm fressen. Da ist er wieder, okay. Das war unsichtbares Entdecken von Eri, ja. Da kommt das Chaos. Meva zaubert. Was hat er gezaubert? Magie zerstören. Okay, ich bin Handlungsfreiheit los. Das muss ich erneuern. Wenn ich das nicht erneuere... genau, dann passiert nämlich das da. Dann werde ich festgehalten. Okay, das ist schlecht. Wir könnten eine Auflösung auf ihn zaubern. Da müsste ich mal gucken, was geringere Zauberabwehr genau macht. Habe ich das zufällig in meinem Zauberbuch? Nee. Habe ich nicht. Müsste ich nämlich echt nachlesen. Nicht, dass es dann zurückfliegt auf mich. Hier, das da. Genau, das hat er gezaubert. Was tut es? Der Zauber absorbiert insgesamt 4 Zaubergrade. Der Zauber wirkt nur gegen Zauber des 1. bis 7. Grades. Okay, also der frisst dann auf jeden Fall einen Angriffszauber. Wenn ich jetzt hier anfange und Auflösung auf ihn zaubere, dann wird er gefressen dadurch.
Das heißt, wir müssen erst die Schutzzauber entfernen. Dann machen wir doch mal den Zauberstoß auf ihn. Zauberstoß könnte auch gut sein. Edwin hat Watermacht Schlaf. Okay, das wird nichts bringen. Edwin macht nichts. Ja? Harry, du hast auch einen Zauberstoß. Du hast aber auch Bresche. Dann machen wir auch noch eine Bresche. Auch nicht den Bracket. So, jetzt fliegt der Zauberstoß. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Jetzt ist schon... Oh, jetzt kann er auch im Netz hängen bleiben. So ist gut. Er ist verwirrt und er kann im Netz hängen bleiben. Ist im Netz hängen geblieben, würde ich sogar sagen. Bracket ist jetzt wieder da. Bracket ist wieder da. Habe ich einen Trank der Freiheit irgendwo? Wenn ich einen habe... Nee, ich habe keinen. Okay. Ich habe einen Unsichtbarkeitstrank. Ich könnte mich also jederzeit unsichtbar machen und das Ganze aussitzen. Ich denke, ich bin soweit. Greift mal Mewa an. Vielleicht sogar mit magischen Geschossen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich lasse Bracket da drin. Ja, Netz ist weg. Edwin konnte den anscheinend nicht angreifen. Okay, weil er unsichtbar war. Gut, gut, gut. Ja, ihr seid ja immer noch verwirrt. Das gefällt mir. Einfach bis jetzt, ja. Ganz, ganz einfach. Netz ist immer noch super. So, der Typ geht mir auf den Zeiger. Da wird sich ja Hira drum kümmern. Und Mewa ist Chefsache. Ja, verwirrt können Magier nicht viel machen. Ich bin bereit, schon erledigt. Okay. Notfall, verbesserte Unsichtbarkeit. Wie kann ich alles ein kluger Zauberer. Ja, jetzt hat er leider angefangen, mich anzugreifen. Das war ein Fehler. Unsichtbarkeit, nochmal Spiegelbild und er attackiert Bracket. Zum Glück ging das vorbei. Nee, du sollst hier seine Illusionen wegmachen. Bitte. Mewa? Oh, oh. Das sieht nach Blitz aus, finde ich. Wir werden es aber nie wissen. Nee. Komm, schieß ihn tot. Okay, schon wieder gescheitert am Zaubern. Ja, der Flegel der Zeitalter, der macht das. Damit kriegen wir Mewa tot. Aber durch diese klugen Kettenzauber und die Notfälle hat das jetzt ganz schön gedauert. Und es hätte auch anders ausgehen können. So, 14.000 XP. Ja, die hast du verdient. Ich kann nicht klagen. Machen wir jetzt die restlichen Diebe auch noch alle weg. Schauen wir mal. Mal gucken, wer uns hier gleich angreifen will. Ja, da redet doch schon wieder jemand. Edwin wird angegriffen. Das ist nicht okay. Hör auf, Edwin anzugreifen. Edwin Phantomtor. Okay, jetzt hatte ich kurz Angst. Wegen Phantomtor. Dass ein füllter Magier käme. Aber das ist ja unbegründet, ne? So, was machen wir jetzt? Wir zaubern einmal Verlangsamung hier mitten rein. Yoshimo! Arme Sau! Greif an, Yoshimo! Oh, der ist schon wieder unsichtbar. Zwei Diebe! Das ist nicht okay. Das ist gar nicht okay. So, dann machen wir einmal Gesang mit dir. Und du spiegelst dich. Und ihr greift jetzt den Dieb an. Ja, so ist gut. Debuffs für die Schattendiebe. Und dann ermorden wir den nächsten. Ja.
So wird's doch was. Okay. Ich glaube, dann gehen wir nochmal hoch. Ja. Oh ne, das ist schon wieder ein Schattendieb. Ich bin bereit, hätte ich auch gemacht. Ah. Ich bin bereit. Wen greifst du an? Brackett. Ja, greif doch Brackett an, das ist okay. Nicht Yoshimo angreifen. Was braucht ihr? Ja, ich hasse euch alle. Ich hab nochmal Unsichtbarkeit entdecken. Ja, dann machen wir das doch. Da ist er! Stirb! Rest der Gruppe bitte hier zur Tür treten und einmal angreifen. So, ich glaube aber... Oh ja, Schnelligkeitstränke, sehr gut. Ich glaube aber, hier ist noch einer. Ich glaube, hier war noch einer vorhin. Ich denke, wir lassen euch am Leben. So verlockend das auch ist, hier Schnelligkeitselixiere von euch zu farmen und Heiltränke und all das Zeug, so nah ist Yoshimo auch am kritischen Existenzversagen, jedes Mal, wenn ein Dieb ihn nur schief anguckt. Es wäre noch schlimmer, wenn ich den Haken hier bei doppelten Schaden noch drin hätte. SCS moddet die Schwierigkeitsgrade ein bisschen um, sodass wir keinen erhöhten Schaden nehmen auf dem höchsten. Und auch, glaube ich, keinen geringeren auf dem niedrigsten. Dass das alles über die KI geregelt wird. Das finde ich persönlich ganz gut. Ansonsten wäre Yoshimo jetzt bei jedem hinterhältigen Angriff gestorben. Erst sammeln, bevor ihr das und dann muss man, glaube ich, nochmal ganz anders und noch vorsichtiger spielen. Aber gerne. Mit noch viel mehr Unsichtbarkeit entdecken. Vielleicht ist das dann irgendwann was für später. Wenn ich merke, dass es zu leicht ist. Berichte über eure Taten haben mich bereits erreicht. Gut gemacht. Ihr habt euch eure Belohnung wohl verdient. Ich denke, ihr werdet die Belohnung als angemessen empfinden. 10.500 Goldmünzen sind ein hübsches Sümmchen. Ich denke jedoch, dass ihr euch mehr verdient habt. Daher lege ich aus meiner persönlichen Waffenkammer noch ein Schwert drauf. Und 45.000 XP. Pro Person. Achtet sorgsam darauf. Ihr habt mir gut gedient und ich bin euch dankbar. Geht mit meinem Segen. Ja, geile ich Sache. Auf euren Befehl. Yahira hat ein Level-Up gemacht. Eri hat ein Level-Up gemacht. Und wir haben das Kurzschwert der Heimtücke gewonnen. Ein plus 3 Kurzschwert. Das hier ist die Schattenrüstung. Die müssten wir Yoshimo dann mal anziehen. Die hat er sich verdient, ja. Das ist eine, die wir auch schon aus Baldur's Gate 1 kennen. Einfach im Schatten verstecken und richtig gute Rüstungsklasse für eine Lederrüstung. Sehr gutes Teil. Sehr, sehr gutes Teil. Das Kurzschwert der Heimtücke. Habe ich eigentlich in Erinnerung gehabt, dass das einen Backstab-Bonus gibt, aber das ist hier, glaube ich, nicht so. Ich glaube, das war auch irgendwelcher gemoddeter Content. Dann schauen wir mal. Eri, du bist in Kleriker aufgestiegen. Du ziehst mit mir gleich. Okay, das heißt, du kriegst eine Stufe 5 und Stufe 4 Zauber mehr. Das ist doch schon mal sinnvoll. Da habe ich gar keine gelernt, ja. Also auch gar keine benutzt, so soll ich sagen. Hier habe ich dir chaotische Befehle beigebracht. Schutz vor Untoten, okay. Das ist so wie Untote verbannen, nur als Totem sozusagen. Gerechter Zorn der Gläubigen finde ich natürlich spannend. Divine Protection könnte dein Leben retten, aber du hast eine Steinhaut, du brauchst das nicht unbedingt. Dann ist vielleicht doch wahrer Blick etwas Gutes. Das hätte ich ja jederzeit hier gebrauchen können. Ne? Wahrer Blick hätte viel geholfen gegen die Diebe, wenn ich das auf meinen Charakteren gehabt hätte. Also wenn ich das nächste Mal besser plane, sollte ich auf jeden Fall wahrer Blick mit reinnehmen. Okay, Yahira, du bist in Kämpfer gelevelt. Das ist natürlich wesentlich unspannender als in Druide. Schade. Ja, schade, schade, schade. Keine neuen Zauber für dich. Schon unterwegs. Gut, aber 10.000 Goldmünzen. 10.000 Goldmünzen. Jetzt sind wir schon wieder bei 26 und ich habe noch Sachen zu verkaufen. Hätte ich auch gemacht. Sprecht frei heraus. Ist der Moment gekommen, den Flegel zu holen? Denkt, dass das wirklich gut ist, wenn es von Nutzen vielleicht. Ist. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wir gehen, glaube ich, erstmal hier rein. Ich habe ja vor einer Weile Prebecks Haus hier betreten.
und die Magier kurz aufgerissen. Die werden hoffentlich so verblieben sein, wie ich sie zurückgelassen habe. Ja, Tatsache. Nur, dass ihre Schutzzauber weg sind. Okay, Yoshimo. Guck mal lieber nach Illusionen. Der Rest greift den einen Magier an und du guckst nach Illusionen, wie gesagt. Ja, Spiegelbilder gebannt. Okay, meine Magier dürfen nicht mit den Düsterschrecken spielen. Ah, Braket macht den Golem. Ihr greift die Düsterschrecken an. Ja, Hira tankt die Düsterschrecken. Braket stirbt vielleicht gleich. Ich warte auf euren Befehl. Sieht aber gut aus, ne? Wir schaffen's. Okay. Ganz meine Meinung. Ich denk, schöne Schreie. Hey, die Touristen lieben das. Ja, dein Schrei war auch schön, Yoshimo. So, gucken wir mal. Dass wir hier die ganzen Sachen aufmachen. Magische Sachen. Viele Schriftrollen. Das hat sich doch gelohnt. Ich glaube, mit der Geschwindigkeit kriege ich den Flegel schneller, als ich es zu träumen gewagt habe. Yoshimo, nein! Ich habe die Falle nicht gesehen. Aber so schlimm war das jetzt nicht. Wir sind mitten in Ammen. Und was jetzt? War das jetzt keine Fangfrage? Ich habe die höhere Pflicht, für das Gleichgewicht in allen Dingen zu sorgen. Und ihr seid vielleicht dazu imstande, dieses Gleichgewicht in Gefahr zu bringen. Ich will euch mit dieser Aussage nicht beleidigen. Die Gefahr liegt in eurer Natur. Pure Neugierde. Aber wie kommt ihr damit klar, ein Kind Mahls zu sein? Es ist wichtig, dass ihr euch für den richtigen Pfad entscheidet. Ja, ich werde nach meinem Gutdünken entscheiden, welchen Pfad ich nehme. Natürlich werdet ihr das schlussendlich. Aber andere, so wie ich, müssen dann mit dem Ergebnis fertig werden. Ihr wisst doch nur zu gut, dass ich eine Hafnerin bin. Ich würde es hassen, wenn ihr euch entscheidet, zur Kehrseite meiner Prinzipien zu werden. Okay. Was braucht ihr? Hast du mir da gerade gedroht? Yoshimo ist bereit. Aber mal alle Drohungen beiseite. Wir haben ja gerade eine neue Waffe für Yahira gefunden. Endlich hat sie einen magischen Krummsäbel. Und auch noch einen wunderbaren Krummsäbel. Besondere Fähigkeit. Der Träger verfügt über die Fähigkeit wortloses Zaubern. Und wird ein Bade mit dem Krummsäbel getroffen, muss er einen Rettungswurf von -4 gegen Zauber bestehen oder sterben. Ha, großartige Baden-Tötwaffe. Und die kannst du sogar benutzen. Ja, das gefällt mir dann doch. Das gefällt mir sehr. Wir haben jetzt 26.000 Gold. Ja. Wie ihr wollt. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Kohle. Der Legel hat ja 35 gekostet. Wenn ich jetzt 10% mehr durch Charisma 20 oder weniger durch Charisma 20 bezahlen muss, bin ich immer noch irgendwie bei 32.000. Und dann müsste ich für 6.000 noch irgendwie Sachen zum Verkaufen haben, was ich glaube ich nicht habe. Dann gehen wir doch einfach zu den Hafnern. Ne? Die haben doch bestimmt noch ein paar Sachen hier drin. Und es führt glaube ich auch nicht direkt zu einem Kampf. Ausgezeichnet. Ich habe gehört, dass ihr die Aufgabe im Haus des Magiers erledigt habt. Die Hafner sind euch dankbar. Ihr könnt hineingehen. Ich möchte euch jedoch ermahnen, im Erdgeschoss zu bleiben. Der erste Stock ist zu gefährlich. Jeder, der kein Hafner ist und dorthin geht, würde getötet werden. Wir könnten euch nicht helfen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt eintreten, wenn ihr es wünscht. Ich bin überrascht, dass wir uns nach all dem einlassen. Ich bitte euch, seid höflich. Unsere Anwesenheit hier ist ohnehin schon fragwürdig genug. Oho, die Hafner öffnen uns doch endlich ihre Türen. Ich frage mich, welche Hafner-Geheimnisse wir direkt unter ihren Nasen ausspionieren können, während wir da drin sind. Ja, das frage ich mich natürlich auch. Wir wollen Montaron finden. Das war die Aufgabe. Hätte ich auch gemacht. Und ich glaube, man könnte auch mit den Leuten hier reden. Aber meiner Erinnerung nach bringt das nicht viel. Ne? Wann hat Reden schon mal geholfen? Ich warte, wenn es von Nutzen ist. So, Yoshimo hat hoffentlich die nötigen Fähigkeiten. Hat er nicht. Naja. Was sonst ist neu? Hier haben wir ein Hafner-Amulett. Das schützt uns im Obergeschoss vor den Wächtern. Und an
das hier muss ich auf jeden Fall ran. Da ist nämlich, wie heißt's, ein Helm zum Schutz vor Bezauberung drin. Und der ist auf jeden Fall den Meisterdiebestrank wert. Oder, wir versuchen es einmal mit Klopfen. Haha, Edwin. Dein großartiger Intellekt, den können wir doch sicherlich dazu benutzen, jetzt hier diese Schriftrolle zu lesen. Und das zu öffnen, wofür Yoshimo nicht in der Lage war, ja? Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Sehr gut. Gib das gleich mal an Eri, dann hat Eri auch wieder eine Mütze auf. Ja? Ich bin schon ein böser Mensch. Ich verweigere meinen Gruppenmitgliedern die guten Helme. Auf dass ich sie irgendwann anziehen könnte. So, so ist wieder besser. Ganz meine Meinung. Jetzt haben doch alle eine Mütze. Erzählt mir, wie ihr zum Abenteurerleben gekommen seid. Es ist, wie ihr sehr wohl wisst, ein gefährliches Geschäft. Jederzeit könnte einer von uns sterben. Oh ja, ich weiß das sehr gut. Ich wurde dazu gezwungen. Mein Stiefvater wurde von einem Mann getötet, der mich ermorden wollte. Ich war allein und hatte kein Zuhause. Oh, erzählt mir mehr über diesen Mann, der euren Stiefvater getötet hat. Er hieß Sarevok. Er war besessen von der Macht unseres Vaters und wollte mich ermorden, um zu verhindern, dass ich sie bekomme. Mein Vater war Baal. Der Gott des Mordes? Genau der. Aber es könnte doch andere geben, andere Kinder von Baal. Ja, einen ganzen Stall von. Sehr interessant, ich werde darüber nachdenken. Denk mal drüber nach, Yoshimo. Yoshimo hat generell guten Dialog. Ja, Yoshimo ist ein guter. Ja. Ich bin bereit. Dann gehen wir mal hier hoch. Tut, wie ich euch heiße. Ihr tragt das Zeichen ein und desselben. Ihr seid hier willkommen und dürft in Sicherheit bleiben. Ja, die drei müssten wir töten. Wie ihr wollt. Was überraschend schwierig ist. Also, die sind schon hardcore drauf, die drei Typen. Es bringt natürlich ein bisschen XP, sie umzubringen. Wurde aber auch Zeit. Los geht's! Achso, ich weiß wieder, warum die Hardcore waren. Schon erledigt. Kann man nur mit magischen Waffen verletzen, ne? Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Und die können ein bisschen zaubern. Sie haben uns jetzt... Was haben sie getan? Ich glaube, Furcht. Furcht. Furcht ist in Ordnung. Furcht kann ich bannen. Sag mir, was die Dienerin der Natur für die Gefallenen. Ja, das wäre doch auch schlechter gegangen hier. Yoshimo? Und ihr habt alle noch diese Verwirrung auf euch, hm? Ja. Ja, wir bringen die auf jeden Fall um hier. Meine Waffe hat aber gerne. Hör doch auf, die nicht magische Waffe zu benutzen. Ich bin bereit. Ihr braucht mal. Yoshimo ist bereit. Nachdem das geklärt ist, haben wir hier, was wir suchen. In dieser Voliere ist ein Vogel, der sehr zutraulich ist. Der Vogel ist Montaron, beziehungsweise... Sprecht frei heraus. Hätte ich auch gemacht. Wir sollen glauben, dass es Montaron ist und dass wir unsere Aufgabe erfolgreich erfüllt haben. Da, der Hafner-Vogel. Nach dem, was die geisterhaften Hafner-Spieler gesagt haben, ist dieser Vogel der arme Kerl, der einst unter dem Namen Montaron bekannt war. Xar sucht nach ihm. Ich warte auf Ja, dann machen wir unseren alten Kumpanen doch glücklich. Der hat uns schließlich mal einen Heiltrank geschenkt. Vielleicht waren es sogar mehrere. Ah, ich dachte schon, bei dem schlechten Wetter, wir hätten jetzt Nacht und könnten die Aufgabe mit Mok hier unten machen. Aber nee, es ist erst 1 Uhr mittags. Stört euch irgendetwas? Ihr seid also zurück, was? Kann ich davon ausgehen, dass ihr eure Mission erfolgreich erledigt habt? Oder bin ich nur das Ziel aufreibender sozialer Umgangsformen? Endlich wird Montaron zu mir zurückgebracht. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Besonders, da ein paar Idioten in mein Laboratorium eingebrochen sind und alle meine Schöpfungen abgeschlachtet haben. Ups. Das waren dann wohl wir, aber du gibst uns einen Haufen Erfahrungspunkte dafür. Finde ich sehr gut. Es scheint, dass sie auch meine beiden Lehrlinge ermordet haben. Es wird meine Arbeit um Ewigkeiten zurückwerfen. Wie ärgerlich. Ehe ich euch belohne, werde ich Monty in seine ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln. Nur um sicher zu gehen, dass ihr nicht lügt. Monty muss was Interessantes zu erzählen haben. Eure Stimme ist
Ihr seid nicht Montaron. Und da bringt er ihn um. Wir wurden von den Hafnern manipuliert. Das ganze Ding war getürkt. Ihr wart die Person, die das verhexende Gift seinem Herzen beibrachte. Ich habe keinen Streit mit euch. Wir haben den Weg schwierig gestaltet, aber nicht so, dass man ihn nicht hätte kennen können. Und am Ende ist dieser Narr umgekommen, so wie es sein sollte. Du Mörder, wirst dafür bezahlen. Wägt eure Worte genau ab. Wir sind auf der Suche nach der wahren, hinter euren Taten stehenden Einstellung. War er für euch nicht verdächtigt? Habt ihr nicht gewusst, was er war? Ein Nekromant im Dienste der Zentarim, der Abscheulichkeiten erschafft, um sie dann an den Meistbietenden zu verschachern? Weit ab von ihrer normalen Umgebung, aber kein unerwarteter Feind. Mit einem solch auffälligen Benehmen konnte er sich nicht lange im Verborgenen aufhalten. Und wir haben schnell von ihm erfahren. Ihr habt lediglich als Helfer des Unvermeidlichen gedient, sodass ihr jetzt frei seid. Ihr habt uns gut gedient, wenn auch unwissentlich. Und eure Zustimmung, ihm behilflich zu sein, sei vergessen. Das Amulett ist wertlos. Die Gesegneten tragen nur die Abzeichen der Hafner. Hinfort. Und ich hoffe, dass eure nächsten Zusammentreffen mit den Hafnern freundlicher ausfallen. Meine eigenen Hafnerbrüder haben uns benutzt? Ich hätte es ahnen müssen. Die aufwendigen Halsbänder, die Einladung. Nach was soll's. Wenn Xar das getan hat, wovon sie sprach, ist ihm Wur ein wohlverdientes Schicksal zuteil geworden. Ich bin bereit. Ja, und... Grüß dich. Oh, hallo. Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Geht das jetzt direkt weiter hier? Ich möchte gerne kurz mit euch sprechen, Yahira. Hört euch bitte aufmerksam an, was ich zu sagen habe. Ich tue das nicht gern. Kenne ich euch etwa? Gibt es irgendeinen Grund, warum ihr mich so unhöflich behandelt? Ich kann kein Kleingeld erübrigen, wenn ihr darauf hinaus wollt. Bezaubernd, wie man mir gesagt hat. Nein, Yahira, ich will nur eure Aufmerksamkeit. Ihr sollt folgen, während ich führe. Kommt, wir müssen gehen. Ich befolge doch nicht die Befehle eines Fremden. Wer seid ihr? Oh, ihr kennt mich ebenso gut, wie ihr euch selbst kennen solltet. Wir sind ein und dieselbe Person und ich trage die Nadel, die unseren Namen zeigt. Lasst nicht zu, dass euch eure Augen täuschen, wenn ihr dieses Schmuckstück mustert. Ja, ich verstehe jetzt. Wenn ihr mir einen Augenblick lang Zeit gebt, werde ich tun, was zu tun ist. Verabschiedet euch rasch. Ihr werdet nicht so lange weg sein. Yahira, ich brauche dich in der Gruppe. Ich habe noch andere Verpflichtungen und um die muss ich mich jetzt kümmern. Macht euch keine Sorgen, ich werde rasch zurückkehren und ihr kommt sicher bis dahin ohne mich klar. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich ausgezogen. Yahira wurde zur Hafnerfeste zitiert. Mal sehen, was da drin steht. Ich mache mir große Sorgen, obwohl Yahira mir versichert hat, dass sie nicht lange weg sein wird. Ja, die hat doch auch jetzt bestimmt Sachen im Inventar, die ich will, ne? Ja. Ich warte, ja. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber sie hat bestimmt Sachen im Inventar, die mir gehören. Den Charisma-Ring zum Beispiel, na toll. Jetzt kann ich nicht einkaufen gehen. Ja, das ist super, ne? Das passt doch. Finde ich geil. Komm, der Rede wert. Okay, weil das wäre jetzt eigentlich mein nächster logischer Schritt gewesen. Ich wäre jetzt gerne shoppen gegangen. Und du kannst das alles nicht identifizieren. Sehr schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Na gut, dann gehen wir erstmal in den Seeschatz, dass wir aus dem Regen rauskommen. Und dann überlege ich mir, wie wir weiter vorgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.